Willkommen zurück hier in der Forstwirtschaft bei der Spieldiagnose. Mit dabei ist wieder mal der Frevel. Moin moin. Und in dieser Folge fällen wieder mal ein paar Bäume. Und werden die aber auch gleich mit dem Buffalo auch nochmal hier weghauen. So, jetzt gucken wir mal, ob alles wieder klappt. Weil wir hätten... Gucken, ob es irgendwo buggt vielleicht. Ich hoffe nicht. Ne, jetzt sieht's gut aus. Ja, das funktioniert. So. Wir hatten vor der Aufnahme kurz ein Problem, weil uns sind die Bäume durch die Luft geflogen, als dass man sie abgeschnitten hatten. Ja, die fliegenden Bäume waren sehr schön, stimmt. Sah sehr abenteuerlich aus, das Ganze. So. Dann hole ich mal nochmal einen Baum ran hier. Damit wir ein bisschen mit dem Ponce Buffalo ein bisschen was zeigen können noch. Ja, sonst wäre es ja Kindergeburtstag hier. Mit 3-4 Bäume kann ja jeder. Na. So. Ja, mal gucken. Noch ein bisschen weiter. Ja, leichter. So, jetzt aber. Oh ja, da hängt schon wieder ein Baum hier. Nochmal B drücken? Ja, eben, bei dem musst du aufpassen, da darfst du nicht sägen. musst du einfach B drücken. Eben, jetzt steht noch der halbe Stamm da. Ja. Sieht aber, glaube ich, ganz gut aus hier. Ach, hey. So, gucken wir uns das Ganze mal von der Außenansicht an. So. Eieiei. So. Einfach mal auf 5 Meter schneiden hier, auf gut Glück. Ach, jetzt hat er den ganzen Baum losgelassen. Ja, kann man auch mal machen. Dann schneiden wir ihn mit der Hand mal. Das können wir Achtung, mal. Baum. Ja. Baum auf meinem Kopf. So, dann den Ast wählen jetzt erstmal manuell. So. Oh. So, und jetzt schneiden wir den einfach mal zurecht hier. Auf ungefähr 5 Meter Länge. Na. Schön, kein Trigger. Hm. Okay. Ach, da ist der Trigger. War zumindest eben gerade. So, dann schneiden wir die nochmal manuell mit der Hand hier durch. Also nicht mit der Hand, sondern mit der Kettensäge. So, aber auch wie immer lieber erst entasten, wenn man fertig ist. Ich frage mich auch, wieso das Skorpion nicht mal so einen kleinen Hügel hochkommt. Ja, das weiß ich auch nicht. Vielleicht würde es ja verstehen, wenn er keine Ketten hätte. Ja, er hat ja alles Ketten. Ja, und er hat auch richtig viel PS. Oh, und der Baum rollt jetzt gerade ein bisschen. Ja, das ist natürlich auch wieder typisch Multiplayer. Landwirtschaftssimulator. Ja, Multiplayer muss man dazu ja sagen, ne? Nicht zu vergessen, weil im Singleplayer geht es ja nicht, das ist ja nicht ganz so dramatisch, sag ich jetzt einfach mal. Und wir sind jetzt hier auch nur zu zweit, aber naja, man schlägt sich halt so ein bisschen durch und versucht sein Bestes. So. Was haben wir hier nochmal an? Ja, wenn der Ponce Scorpion King den Ast oder die Tanne hier nicht komplett entasten will oder nicht schneiden möchte, dann machen wir es halt eben mit der Hand. Na, dann hat der Scorpion selber Schuld. Wenn er nicht bedient werden möchte. Ist er bei dir schon entastet? Jetzt gleich, ja. Wenn du mit der Kettensäge sägst, dann musst du ihn manuell entasten. Jedes Mal. So. Jetzt der entastet bei mir. Wobei, hier liegen noch ein paar Äste rum. Ja, wie? Das sieht gut aus. Ach, da oben liegt noch einer. Warte. Hier lag noch einer. So, da hole ich jetzt mal den Buffalo. Ach, da steht er schon. Ach, Mensch, Frevel. Kannst du den haben, da hol ich mir noch schnell einen. Ja. Ist ja schon gut vorbereitet. Von A bis Z durchgeplant. Ja, das sind... Ich würde sagen, Halbprofis am Werk. Ein Profi ist ja ein bisschen übertrieben, aber Experten.
Ja, Halbprofis, Halbprofis. Halbwissende. Oh, hier hängt noch ein Ast dran. Den können wir jetzt auch noch mal eben kurz mal in den Asten hier. Wenn ihr wollt, können wir auch mal ein paar Videos machen, ohne den Scorpion, sondern nur mit der Kettensäge, wenn ihr wollt. Ja, das müssen die gerne in die Kommentare einfach reinschreiben. Weil wir richten euch nach. Wir richten uns nach euch. So. Richtig. Deutsche Sprache, schwere Sprache, ne? Genau. So. Den ersten Baumstamm lassen wir jetzt schon mal fallen, jetzt hier, zack. Ah, ich habe auch das Gefühl, dass nach dem letzten Patch ist es mit dem Buffalo ein bisschen einfacher geworden. Oder das ist halt die Übung. Oder das, ja. So. Ich muss sagen, mit der Maussteuerung geht das übertrieben einfach. Ja, das stimmt. Ich habe im Gamepad habe ich auch noch nicht gespielt, muss ich dazu sagen. Ich wollte mir mal irgendwann mal ein Lenkrad kaufen. Aber angeblich ist ja eins in der Entwicklung von Giants, ein Lenkrad. Stimmt. Da musst du noch gucken, ob ich mir das vielleicht auch hole. Je nach Preis, Leistung. Weil eigentlich ein Lenkrad habe ich. Pedale habe ich auch, aber die sind schon 5 Jahre alt. Ja, okay. Was ich beim LS13 ausprobiert habe, hat keines der beiden Komponenten funktioniert. Ja, okay, das kann natürlich sein, dass es keine Treiber dafür gibt oder da irgendwas nicht kompatibel ist. Aber ich finde es cool, mein Joystick, wo 8 Jahre alt ist, funktioniert. Ja, das ist auch meistens aber dieselbe Technik noch. Also die Technik ist dann hinterher die. Da benutzen die meisten Hersteller von Joysticks ja dieselben Parameter. Okay. Beim Lenkrad hast du da schon andere Faktoren, die eine Rolle spielen. Wobei eigentlich ist es auch dasselbe vom Prinzip her, aber. Naja. Ein paar Zahlen woanders sind. Ja, eigentlich schon, ja. Ist auch alles nur Nullen und Einsen eigentlich. Wenn man es ganz streng nimmt. Ja, die ganze Programmiersoftware ist ja eigentlich nur 0 und 1. Ja. Ja und nein. 1 ist ja, 0 ist nein. Das weiß ich nicht. Naja, ein bisschen komplexer. Willst du besser wissen? Ich? Nein. Nein. Ja, aber es passiert alles auf dem Grundsystem 0 und 1. Ja, auf dem. Ist es Binärsystem? Nee, ist glaube ich nicht das Binärsystem. Naja. Egal. Und hätten, das die Ägypter, hätten die Ägypter damals nicht die Null erfunden? Oder nee, das waren die, wer waren das? Die Griechen? Keine Ahnung. Ja. Geschichte war ich nie. Nee, ich auch nicht. Wobei doch früher war ich mal gut in Geschichte, aber. Kam bei mir immer stark auf das Thema drauf an, ob es mich interessiert hat oder nicht. Definitiv bei mir auch. Ja, und es kommt immer ein bisschen auf den Lehrer an, auf den Geschichtslehrer. Das stimmt auch, wie er den Unterricht gestaltet. Ja, wenn du einen guten Geschichtslehrer hast, dann macht Geschichte auch richtig Spaß. Ja, und er nicht mit irgendwelchen Scheißdreck kommt. Weil gar keinen interessiert. Richtig, ja. Beispiel ist Französische Revolution. Sagt er ja sicher was. Ja, natürlich. Irgendwie über ein halbes Jahr in der Schule gehabt. Ja, ist aber Pflicht. Ne? Ja, aber dann Zweiten Weltkrieg, wo jeder mal Wunder genommen hat, wie es da abging und so. Mhm. Ein Monat oder 2 Monate. Okay, ja, das ist dann echt wenig. Ja, aber ihr als Schweizer seid natürlich enger mit Frankreich verbunden als mit Deutschland jetzt auch, ne? Ja. Wenn man es so sieht. Französische Revolution ist ja aber so irgendwie die ganze Welt irgendwie ein bisschen inbegriffen oder so, so wie ich das mitbekommen habe. Ja, ja, das schon. Aber ihr als Schweiz habt ja noch als Amtssprache auch noch Französisch. Also in einigen Alter. Kantonen, ne? Ja. Ja. Also, ist das nicht schweizweit? Weiß ich gar nicht, wie das in dem Schulsystem ist. Aber auf jeden Fall Französisch habe ich meiner Lehrerin gesagt, nö, mache ich nicht fertig. Hast du zu deiner Lehrerin gesagt? Ja. Ja. Er hat die schlechteste Note, die ist glaube ich bei euch. Bei uns ist ja 6 die beste Note und 1 die schlechteste in der Schweiz. Ach so, okay. Ja. Ich hatte eine 2, glaube ich, bei uns. Also bei euch, ne? 5. Ja, bei uns wäre es eine 5 gewesen, genau. Ich habe einfach meiner Lehrerin gesagt, nö, mache ich nicht. Ja. Ich hasse die Sprache. Ja. Ach, ich mag die auch nicht, also. Aber für das war auch Englisch halt gut. Ja. Da habe ich gesagt, ja, coole Sprache, mache ich auch was. Und da sehe ich auch einen Sinn dahinter, weil Französisch brauche ich in meinem ganzen Leben nie mehr. Richtig.
Außer du willst in Frankreich irgendwie wohnen, leben. Da kannst du auch Englisch reden. Ja, aber nicht jeder Franzose will Englisch verstehen. Wenn die merken, dass du Deutscher bist und mit denen Englisch sprechen möchtest, hast du ganz schlechte Karten bei denen. Also Deutsche mögen die sowieso erstmal nicht, ne? Das kommt sowieso dazu. Wenn man jetzt erstmal die Game-Community anguckt. Ja, die mögen keine Deutschen und das andere Problem ist halt eben auch dann, wenn du mit denen Englisch sprechen möchtest, oh Gottes, um Gottes Willen, ne? Also, bloß nicht. Baguette. Le Crobac, weiß ich noch. Und Jim m'appelle Florian, das weiß ich auch noch. Ah, das, was ich in der ersten Klasse gelernt habe, also der ersten Klasse, wo es Französisch gab. Das sind die einzigen Begriffe, wo mir noch hängen geblieben sind, sonst keine Ahnung. Und Tüterbell Frevel. Das heißt, glaube ich, genau. du bist Frevel. Ja. Oder das ist Frevel? Weiß ich gar nicht mehr. Naja. So, siehst du, jetzt haben wir die ganzen Baumstämme aufgeladen. Ah, da hinten sind noch welche. Ah, ein paar sehe ich da noch. Oben am Häcksler liegen sonst noch ein paar. Ja. Aber die kann man ja direkt über den Häcksler eigentlich auch einladen. Richtig, ja. So. Da bin ich wahrscheinlich zu weit weg von dem Stamm. Mist. Lol, bei mir ist der noch gar nicht entastet. Nee? Okay, ups, warte mal, ich hänge bei dir fest. Warte. Ja, okay, jetzt. Oh, ab von mir. Mein Platz. Ja, stimmt. Stell dir mal vor, wir werden nach Stämmen bezahlt. Meiner, warte schnell, genau von dir. So, den nochmal hoch hier. Oha. Naja, der buggt ganz schön. Also er leckt. Die Baumstämme beim Fahren lecken auch ganz schön, ey. Was ich mal gern würde versuchen, ist mal ein bisschen im tieferen Waldabschnitt, wenn wir mehr Richtung Waldinneres gehen. Ja. Einfach mal ein Stück abholzen. Ja. Mach das einfach zwischen 2 oder 4 Baumstämmen lagern. Ja, das können wir versuchen. Das wäre nochmal eine gute Idee. Dann machen wir immer noch dein Langholz nochmal. Eben so 5 Meter Stämme. Also. Ja. Oh. Man sieht auch schön hier an der. Rechts oben neben dem Stamm blinkt es weiß. Also da flackert noch die Textur von dem anderen Stamm durch. Okay. Ja. Hat keiner gesehen. Schnell weg. Schnell ist rausgeschnitten. Schnell wird zensiert. Alles zensiert, ja. Kim Jong-Flo zensiert. So. Die Kim Jong-Flo-Zensur. So. Da nochmal ein bisschen, hier nochmal ein bisschen ranziehen. Und jetzt absetzen. Absetzen! Hallo? So. Sehr schön. Abgesetzt. Huh. Wir brauchen mal unbedingt ein Skript, dass der Häcksler anbleibt. Ja. Definitiv. So, dann fahre ich da mal hoch. Dann mache ich den Häcksler mal an für dich hier. Ich stehe den anderen. Buffalo steht direkt daneben hier. Yep. Zeig mir den Häcksler mal. Den musst du aber entladen. Den anderen Buffalo? Achso, weil bei dir die Äste noch drauf sind, ne? Ja. Ja. Ja, das machen wir gleich nochmal. So, Häcksler an. Positionsleuchten an oder Warnleuchten an hier. Sicherheit geht vor. Lernt man heutzutage überall. Richtig. Arbeitsschutz wird groß geschrieben. Heißt ja auch immer der Arbeitsschutz. Leider. Ah. Oh! Ja, also. Da hängt bei mir ein Baumstamm im Rohr. Was? Eben? Im Rohr direkt hängt er. Ich weiß nicht, ob du das siehst. Siehst du das auch bei dir? Ja. Oh, sehr Mann. Schön. Wenn ihr Fragen habt, fragt gerne Anregungen auch gerne ab in die Kommentare damit. Wie gefährlich der LS15 oder auch die Forstwirtschaft im LS15, dann einmal mal in die Kommentare reinschreiben. Wenn ihr mitspielen wollt, wir suchen noch Leute ab 18, die Lust haben zu spielen, da dann auch gerne Bescheid sagen. Abonniert uns sehr gerne und ja, Frevel und ich und der ganze Rest von der Spiel freuen sich auf eure Rückmeldung. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Jo. Ciao, ciao.